Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Randomize Metroid Prime. Ich bin Arne Waverswool, das ist Plasma Beam. Das hier ist Metroid Prime. Wir werden jetzt dieses Spiel spielen. In der letzten Folge haben wir uns aus diesem Wasserloch da unten wieder rausgekämpft. Wir haben uns eine epische Schlacht mit Schneegestöbern und mit Steinen geliefert. Wir haben den Weltraumpiraten ziemlich Staub fressen lassen. Wir haben die lebendig verbrannt mit unserem Freund Plasma Beam hier, der absolut nichts mit Nuggets zu tun hat, außer dass er rot ist und genauso stark. Und wenn ich drüber nachdenke, genauso stur. Wisst ihr was? Plasma Beam ist einfach Nuggets. Plasma Beam ist einfach Nuggets. Fertig. Es ist so offensichtlich, warum hat das noch keiner gesehen? So, da wir jetzt schon alles haben, was wir brauchen, können wir uns jetzt tatsächlich hier hochkämpfen. Also sollten wir jetzt eigentlich. Ich sollte eigentlich darüber können. Warum kann ich nicht? Grapple? Hallo, Grapple? Danke. Ist das irgendwie. War es schon immer so? Das ist wieder irgend so ein dummer NA-Unterschied zur Fallversion oder so. Das wäre ja auch ein Werbepunkt gewesen, lol. Okay. Deshalb, ich habe das irgendwie out of order gerade gemacht. Ist egal. Plasma Beam und ich. Ich meine Knuckles, wir schaffen das schon. So, den. Brauchen wir den überhaupt? Den nehmen wir einfach, weil er sich uns so anbietet und die Dinger sind cool. Ich nenne diese gerne Grapple-Rochen. Die sind cool. Hallo Missile, was geht ab? Oh wow, Slowdown, hallo. Gab es hier nicht irgendwo diese eine Wand, die man aufspringen kann? Der Jump war weg. Ah ja, hier. Geh auf, Wand! Das Fiese ist. Selbst auf der Karte ist diese Tür nicht eingezeichnet. Oh mein Gott, Frame Rate, wir gehen ganz schnell wieder raus. Oh, hi, Gravity Suit, was machst du denn hier? Lang nicht gesehen. Wow. Nice. Dieser Seat wird immer besser. Also, wir sind ein wenig overpowered, würde ich. Das wäre jetzt schon länger, aber jetzt sind wir so richtig derbe overpowered. Wobei, wir können jetzt halt in die ganzen späteren Gebiete. Das richtig ab. So, was bleibt uns jetzt von hier eigentlich? Ach ja, genau, wir müssen jetzt nach unten. Das heißt, wir können es auch in die Fregatte. Aber die Fregatte ist wirklich ein Ort, den ich nicht gerne mache. Also das hier war für mich als Kind halt schwierig rauszufinden, weil ich war ein Kind. Aber die Fregatte, die mag ich heute immer noch nicht. Ist einfach ein ätzender Ort. Auch wenn die Musik schön ist, das gebe ich zu, aber sonst. Ey, andere Sachen. War auch direkt. Oh nein, wir haben irgendwas erschossen. Ach, das ist jetzt aber schade. Das ist jetzt aber doof. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber jetzt muss ich drüber nachdenken, ist aber schon ein bisschen trollig, dass wir ihm jetzt auftaucht, wo wir in der letzten Episode so einen Kampf damit hatten. Aus diesem blöden Wasserloch rauszukommen, ne? Muss man ja schon sagen, das ist jetzt schon ein wenig gemein von ihm. Ich hätte da rüber gemusst. Schaffst du auch von hier? Stimmt nicht. Doch, tatsächlich, nice. Moment mal, hier muss ich nicht lang. Nee, ich glaube, hier ist doch nicht mal ein Item oder so. Hier müssen wir nicht lang. Wir müssen da rüber. Oh, das hört man ja noch gar nicht. Wir sollten eigentlich auch bei den Weltraumpiraten erstmal auftauchen, aber weil wir niemals den Backtrack gemacht haben, sind die nie aufgekreuzt. Nie zu Gesicht bekommen. So, da oben ist diese Missile.
Einfach das hier aufschießen, weil Eis zerbricht logischerweise, wenn man mit Plasma drauf schießt. Wertepunkt, einfach das schießen. Hui! So, da wir jetzt Gravity Suit schon haben, ist es natürlich auch ganz easy, hier den Energy Tank zu holen, der da ist, wo der Suit eigentlich ist. So, und dann sind wir hier auch eigentlich schon fertig. Alles andere sind noch Querverbindungen und Zugänge und so weiter. Also völlig uninteressante Dinge, die wir auch locker mal skippen können. Und dann sind wir mit Fendrana eigentlich komplett fertig. Geh weg. Au, oh, Jungs, hallo. Wollt ihr wieder verbrennen? Könnt ihr gerne haben. Da fliegt er. So, ja, dieser Weg ist der richtige. Wollte ich nicht wissen. Diese Karte ist echt eine Zumutung, ey. Das ist das Nice, dass wir jetzt auch, ich habe einen wirklich guten Ziel, wenn man mal so drüber nachdenkt. Gut, ich hatte einmal, wusste ich, wo es weitergeht, aber das hätte ich auch schon viel früher finden können, den Wave Beam. Und ja, ab dann haben wir auch wirklich alles gefunden. Das ist ja wirklich stark. Na? Na, das Problem. Eisbeam sind halt echt schwer zu treffen. Aber ist ja wichtig auch. Ist ja wichtig trotzdem irgendwann. Du kannst nicht ewig entfliehen. So, und da wir jetzt unweit von den Höhlen von Magma sind, gehen wir da mal als nächstes hin, würde ich sagen. Und jetzt haben wir ja auch satte 6 Energy Tanks. Damit können wir uns jetzt auch mal in die Fahrzeuge wagen. Auch wenn ich jetzt, über Magma gehe, dann lande ich irgendwo weiter unten. Was ein bisschen ätzend ist, aber. Passt schon. So. Ganz oben müssen wir raus. So. Wave Beam. Plasma. Es kommen alle noch mal dran. Hui. Und dann geht's auch schon in die Höhle von Magma. Wenn ich nicht irgendwo stecken bleibe. Urpause. So, ich würde sagen, wir safen noch mal kurz. Nicht, dass wir den Gravity Suit wieder verlieren. Das wäre unschön. So. Nicht da dran kommen. Danke. Was mache ich hier eigentlich? Einen guten Boostball wäre dazu viel besser gewesen. Können wir erstmal noch dieses Rätsel hier machen. Wenn man dafür eigentlich Thermalweise braucht. Ich glaube zumindest, man braucht Thermalweise. Ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher. Wo war denn nochmal der Anfang? Hör mal. Hier. Nein, geh weg. Ich habe irgendwas vergessen.
Ja, genau daraus. Danke. Wie war denn das nochmal? So war das. Ich glaube, die sind einfach bei allen, ne? Das ist halt das. Eigentlich soll man die Dinger, die Schalter mit Trommelweiser finden, aber wenn man weiß, wo sie sind, und ich meine, sie sind nicht so schwer zu finden, dann, kann man sich Trommelweiser auch schenken. Das ist halt die Sache an Trommelweiser. Wenn man das alles schon weiß, dann ist Trommelweiser absolut nutzlos. Katzin, yay! Eine hübsche Kamerafahrt! Oh toll! Die Kamera ist aufgegangen! Das ist aber toll! So, bloß nicht. Die waren jetzt aber ganz schlecht, hör mal. So, nächste. Yay, noch eine Kamerafahrt! Juhu! Wohin? Ach ja, Spaß mit Knuckles. Komm schon. Einmal hier vorbeischleichen. Und einmal abkassieren. Danke. Und dann ist der Timer aus irgendeinem Grund weg. Keine Ahnung, was der Timer mit der Missile zu tun hat, aber... Ach nö, wirklich. Ja, genau die Richtung, danke. Hat mir sehr geholfen. Hat auch gar nicht weh getan. Haben die ein Glück, dass wir kein Plasma-Beam gegen die einsetzen können. Ich habe keine Powerbombe. Sucks! Ich brauche eine Powerbombe. Ich habe alle 6 gegen Thanos verballert. Natürlich doof. Gut, dann erkunden wir erst weiter die Höhlen von Magmos. Mir auch recht. Hallo, damit zum Beispiel den Mollusken, der jetzt bestimmt komplett anders heißt. Paddelspor, das macht Sinn. Eigentlich kann man den komplett ignorieren, man kann so nicht ignorieren. Ja, weiß nicht, wie man hier, oder? Was? Ich auch. Powerbombe bitte, danke. Was hat er denn noch einen? Ich will eine Powerbombe. Das ist keine Powerbombe. Keine Ahnung. Noch einmal zwischenlanden. Ich hab keinen Strom. Ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft. Ach, da seid ihr wieder. Das Coole, wenn man sie verbrennt, ist, dass die dann nicht explodieren. Weil die Explosion kann dann auch Schaden machen. Aber ja, wenn sie verbrennen, dann tun sie das nicht. So, und das ist die Powerbombe. Zack. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier tue. Nur 6 Energy Tanks. Ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall eine Challenge. Aber hey, ich habe ja Phasen Sult. Den ich eigentlich erst hier kriegen sollte. Also, das ist halt gut, weil mir dann das Fahrzeug keinen Schaden macht. Und Fahrzeug macht absurden Schaden. Besonders, wenn man halt nur Valiant Sult oder so genug Power Sult hat oder so. Ah, guckt euch das an. Ach, da wird einem direkt richtig wohl. Ah, ich bade in diesem Fahrzeug. Geil ist das. Richtig schön. Schnauze. Ah, oh, sind wir wirklich ganz oben? Ach nö. Ach nö. Ich glaube, ich kann nicht rückwärts gehen. Ich glaube, das ist schlichtweg nicht möglich. So, ich muss ganz aus... Oh.
Oh, ich hasse Fahrzeuge, wisst ihr das? Ich hasse sie wirklich. Free Scans! Wie ist es normaler Space Pirate? Was ist das denn für ein Lappen? Ihr kriegt direkt mal hier ein Plasma-Beam in die Fresse. Normaler Space Pirate, wo sind wir denn hier? Wir sind Fahrzeugmine, ey. Kommen doch die absolute Elite hin. Nicht nur so Hausmänner hier, ey. Ich habe jetzt hier mit fetten Wavebeam-Piraten und so gerechnet, aber das hier ist ja. Luschig ist das. Ich will ja nichts sagen, aber luschig. Einfach nur luschig. Oh geil, ich brauche noch eine Powerbombe. Ja, auch hier gilt wieder. Auch wenn ich selber die Musik sehr beunruhigend finde. Es ist trotzdem ein sauguter Soundtrack, weil das unterstreicht diese Minen. Und diese Musik werden die Minen bei weitem nicht so atmosphärisch, wie sie es jetzt sind. So, wo ist schon dabei? Ich glaube, ich habe die nie gescannt. Nee, habe ich nicht. Natürlich nicht. So, Powerbombe, die sofort wieder weg ist. Kennen wir aber bereits. Powerbombe. Ach, dieser Raum. Wie, der ist schon wach. Bist du wach? Ich glaube, ich habe irgendwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Irgendwie klingt das nicht so, als sollte das so sein. Ich habe auch gehört, dass man bei den Space Pirates irgendwas softlocken kann, wenn man irgendwas falsch macht. Und vielleicht ist das dieser Raum. Ah, jetzt triggert er, okay. Ach so, ich hätte einen. Natürlich, weil ich normalerweise von der anderen Seite komme, ist der Trigger natürlich auf der Seite. Und nicht auf der anderen. Aber das muss ich gut triggern. Los geht's. Immerhin konnte ich ihn jetzt scannen, ohne irgendwie Zeit zu verlieren, glaube ich. Was ist das? Lass das! Alter, kann das mal lassen? Ich hasse das, wenn die das machen. Du bist doch kein Jedi. Nein, ist ja schon wieder los. Hör auf mit dem Scheiß. Ich konnte ja auch nicht den ganzen Tag. Mit der Hand vor mir sich schon fuchteln, ey. Boah, ja. So, Jungs, wo seid ihr? Ich weiß, dass hier noch mehr sind. Die sind alle oben. Genau. Au, da kommen sie schon. Ah, die sind einfach. Einfach festfrieren, ein Missel erledigt. Das andere. Puff. Easy. Da war. Dieser Eintrag ist so geil, ich werde ihn vorlesen. Ist jetzt doof, dass er auf Englisch ist, aber ich hoffe, ihr versteht ihn trotzdem. Space Pirate Encrypted Data Decoded. Log 11-222-8. Science team is attempting to reverse engineer Samus Aran's Asina, based off of data acquired from her assault on our forces. Progress is slow, but steady. Command would dearly enjoy turning Aran's weapons against her. We believe we can implement beam weapon prototypes on 3 cycles.
Iron's power suit technology remains a mystery, especially the curious mothball function. All attempts at duplicating it have ended in disaster. Four test subjects were horribly broken and twisted when they engaged our mothball prototypes. Science team wisely decided to move on afterward. Das ist so cool. Wir haben halt versucht, das Arsenal von Somers Aran nachzubauen, weil es halt so stark ist. Und, naja, mit den Beamwaffen sieht man ja, dass sie es geschafft haben. Nur mit dem Mothball, den verstehen sie halt hinten und vorne nicht. Die Prototypen, die sie gebaut haben, diejenigen, die sie in Betrieb genommen haben, haben etliche Quetschungen, innere Blutungen, Knochenbrüche und so hinnehmen müssen. Aber sie haben es halt nicht geschafft, auch nur einen davon irgendwie, diese Prototypen, nur annähernd funktionsfähig zu machen. Und ja, das ist einfach so lustig, stellt euch das einfach vor, so die Scientists bauen da irgendwelche Kugeldinger, wo sich irgendwelche Piraten reinquetschen und die brechen sich dann etliche Knochen in den Dingern und die Scientists, die sitzen daneben und denken so, irgendwie funktioniert das nicht, wie zur Hölle funktioniert dieses Ding? Keiner weiß es. Und nicht mal Kenji Yamamoto weiß es. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier weiter soll oder unten weiter soll. Ich kenne mich nicht mehr so gut in Minen aus. Oh! Das! Ja! Daran erinnere ich mich. Daher können wir gern weitergehen. Hier wartet schließlich noch mehr als ein Item auf mich. In der Nähe ist auch eine Safe Station, da möchte ich zuerst mal hingehen. Wie war das noch? Wie war das noch? Was war das hier? Welche kann denn das sein? Oh Gott, wie war das noch? Egal, machen wir später. Man musste da, glaube ich, irgendwas aufsprengen, dann konnte man irgendwas scannen oder so. Und dann zieht das Giftgas da wieder ab. Aber war nicht so wichtig. Oh, hallo. Wavebeam-Pirates sind ziemlich schlimm. Weil Wavebeam hat halt einfach weder eine starke Charge-Kombo, noch ist der Wavebeam selber stark. Also bei Power müsste Piraten und Shader kann man dann einfach Super-Missiles benutzen. Plasma-Beam ist sowieso unnötig, weil Plasma-Beam ist einfach absurd stark. Und da macht man einfach ein, zwei Charge-Shots und das war's. Icebeam-Piraten kannst du einfach einfrieren und dann sind die auch ganz schnell im Arsch. Aber Wavebeam ist ein Problem. Weil du brauchst Ewigkeiten für dich. Einzig Gute, was ich gerade demonstriert habe, ist, man kann ihn sehr easy stunlocken. Weil Wavebeam ja sowieso diesen Schock-Effekt hat. Damit ist es halt super einfach, jemanden einfach immer und immer wieder zu stunnen und dann kann ich es machen. Das ist das Einzige, was ich gut. Ja, für mich ist halt jetzt die Kombi-Piraten eigentlich schlimmer, weil ich keine Super-Missiles habe. Aber ey, wir arbeiten dran. Das ist auch bei den Zielen, das können wir auch sprengen. Ja, inzwischen habe ich wieder ganz gut Power-Bomben, zum Glück. Ach, das war das Terminal. Ah, okay. Eigentlich unnötig, dass wir es machen, aber... Fahrzeugminen, guckt euch das an, ist das nicht toll? Gott sei Dank sind die Fahrzeugminen so dermaßen übersichtlich. Weil sie sind ja gar nicht komplex oder so. Ist ja nicht so, als gäbe es hier irgendwie drei verschiedene Ebenen mit verschiedenen farbigen Elevatoren und Lifts und anderen Wegen und so. Ja, die Fahrzeugminen. Ein toller Ort, in dem ich gerne Urlaub mache. Nicht. Oh. Da war was. Jetzt fast schon wieder vergessen. Ich schieße da auf mich. Ey! Schon wieder so ein
Power. Das kann ein Lied-Pirat. Ja, aber wenn sie das tun würden, dann wären die Lied-Piraten nicht. So, das machen wir aus. Diese Log-Entry hätte ich gerne. Alles andere sollten keine Log-Entries sein. Oh, eine Powerbombe. Danke. Ist halt scheiß gegen Skip, weil hier so wenig Platz ist. Haben wir das mal? Zum Glück. Den soll man hier zu einem Zeitpunkt übrigens noch gar nicht haben. Immer noch nicht. Weil kurz hier nachkommen, glaube ich, kriegen, aber. Ah ja. Der einzige Gegner im Spiel, den man nicht scannen kann. Und den man zum Glück deshalb auch nicht braucht. Den scannen wir so. Oh, und außerdem, das Most RNG-Ding, was es in Metroid Prime gibt, aber dazu später mehr. So. Wir haben eine unsichtbare Drohne. Das Interessante für Drohnen ist. Oh, man kann sie mit X-Ray werden. Haben die das geändert? Ich bin mir sehr sicher, dass es das früher nicht ging. Jedenfalls kann man sie nicht scannen. Und wenn man hier das erste Mal gegen sie kämpft, hat man auch noch keinen X-Ray-Weiser. Also. Kann man ihn sowieso nicht sehen. Und Thermal Visor, genau, ich glaube, das war's. Mit Thermal Visor kann man gar nicht sehen. Und halt nur mit X-Ray Visor, den man zu dem Zeitpunkt nicht hat. Muss den halt komplett blind besiegen. Als ich das erste Mal probiert habe, ging das nicht sehr gut aus. Aber wie man jetzt gesehen hat, heutzutage, es reicht mit Plasma Beam kein Problem mehr. Ich spiele normalerweise im Extremmodus, also von daher. Oder eher Expertmodus, glaube ich, hieß es. So, und jetzt zu diesem netten Maze hier. Dieses Maze ist absolut random. Was Speedrunner sehr toll finden. Speedrunner haben extra eine, ich sag mal, App dafür, die für die ausrechnet, wie dieses Rätsel funktioniert. Und das war sehr schnell. Speedrunner sind gerade sehr leidenschaftlich, glaube ich. Das war extrem schnell. Das hat nicht lange gedauert. So, wir gehen erst darüber, denn da ist eine Safe Station. Immer noch besser als eine Playstation. Ah, debatable, würde ich sagen. Oh, nice. Passt ja. Wir sind wieder am Ende der Episode angekommen. In der nächsten Folge werden wir uns noch weiter hier in die Fahrzeugminen bohren. Und immer tiefer geht es hinab in das radioaktive blaue Zeug, was ich absolut nicht ausstehen kann, weil es Krebs hervorruft. Und ich hasse Krebs. Und ich bin gespannt, was wir dort noch finden werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Tschüssi. Bis dann.